Mahlzeit alle zusammen. Heute wird's wild. Nicht nur wild, heute wird's episch. Heute ist geplant 380 Kilometer. Wir haben Samstag früh, 7 Uhr. Die Sonne geht gerade auf. Und es werden ungefähr 380 Kilometer, 3000 noch was Höhenmeter. Wir gehen gleich in zwei Gebirgen. Einmal in den Südharz und einmal in den Harz. Es wird einmal der Kiffhäuser sein und der Brocken. Ich glaube, das ist der höchste Berg Norddeutschlands. Ja, ich würde mal sagen, wir steigen mal gleich ein. Bin ich allein unterwegs, einer kommt mit, der Matthias. Und ab dafür. Na, moin. Bereit? So, wir haben jetzt die ersten 40 Kilometer hinter uns. Oder 50? Wir haben jetzt die ersten 50 Kilometer hinter uns. Fahren jetzt quasi aus Leipzig immer weiter in den Westen. Und ja, Beine sind richtig top dabei. Ich habe jetzt eine Woche Pause gemacht. Das heißt, nach der letzten Fahrt, das waren 320, habe ich jetzt 7 Tage Pause gemacht. Und jetzt geht's weiter. So sieht's da aus. Waren es 320 Kilometer und da muss ich schon sagen, war ich schon das erste Mal so weit gefahren und ich war auch dementsprechend kaputt. So, jetzt haben wir 60 Kilometer gefahren und auf meinem Tacho stehen nur 320 Kilometer. Das heißt, ab jetzt in dem Moment kommt die Distanz von letzter Woche. Ei. Nach 90 Kilometern. Geht noch. Auf jeden Fall. Ja, unsere Route geht in die Richtung.
in dieser Kirchhäuser. Da geht's auch noch hin. Denkmal. Ja. 1000 Höhenmeter geschafft, 160 Kilometer und gleich müsste es irgendwann in die Richtung gehen. Scheiße anstrengend. Wir haben nicht mal die Hälfte. Ich glaube, wir sind bei 160 oder 170 Kilometer. Und es wird wahrscheinlich an die 400 werden heute. Das heißt, wir haben nicht mal die Hälfte. Wir stehen jetzt hier wirklich vorm Harz. Geht's jetzt hier los. Und ja, ich habe mich jetzt hier nochmal richtig dick von Fett eingedeckt. Das heißt, damit es nochmal richtig schwer wird, den Berg hochzufahren.
Fazit. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Wir haben jetzt 1 Uhr und wir haben alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben trotz Regen, eises Kälte auf dem Brocken und mental fast schon an der Aufgabe, dass wir nach Hause fahren, mit dem Zug oder so, einfach durchgezogen, weitergemacht. Es hat 2,5 Stunden geregnet. Wir sind einfach weitergefahren, bis es trocken geworden ist. Und ja, so sieht die Geschichte nun aus. 381 Kilometer, 15 Stunden Fahrt. Ja, wir haben alles geschafft. Einfach alles. Geil. Genauso wie wir uns vorgestellt haben. Auch wenn wir richtig fertig sind, beide. Das dürfen wir, glaube ich, auch sein nach der Strecke. 3900 Höhenmeter. Und wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, die wahrscheinlich nicht ganz so verrückt sind, aber auch, dann abonniert den Kanal und ich wünsche euch noch gute Fahrt.